eine WordPress-Bildergalerie erstellen. In diesem Video zeige ich dir, wie du eine WordPress-Bildergalerie mit den Bordwerkzeugen von Joomla erstellen kannst. Das funktioniert ganz, ganz schnell, ist ganz einfach. Damit hast du allerdings ja auch eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten und an Designmöglichkeiten. Aber das ist die erste Variante, die ich dir zeige. Die zweite Variante, die ich dir zeige, ist es, eine WordPress-Bildergalerie mit einem Plugin zu erstellen. Das ist ja ein wenig aufwendiger, dauert ein paar Minuten länger. Dafür hast du gestalterisch und von den Einstellungsmöglichkeiten einfach ein paar mehr Optionen. Und am Ende des Videos, beziehungsweise zwischendrin, währenddessen ich dir das zeige, bekommst du noch ein paar Tipps und Tricks zu Bilder und ganz wichtig zum Thema Ladezeit noch etwas. Gut, damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und ich werde dir das jetzt gleich live am Bildschirm zeigen. Vorab noch der Tipp von mir: Auf meiner Website unter oliverpfeil.de/wordpress-bildergalerie findest du das Ganze hier noch einmal zusammengefasst, die Links dazu und die Erklärungen dazu. Gut, ich bin jetzt hier in einer Testinstallation von WordPress und ich möchte jetzt eine Bildergalerie erstellen. Dazu öffne ich jetzt einfach eine Seite oder einen Beitrag bzw. erstelle einen neuen. Ich verwende jetzt hier diesen Testbeitrag und möchte jetzt hier in der Mitte eine Bildergalerie einfügen. Das hier ist der neue Blog-Editor. Mit dem Gutenberg-Editor funktioniert das letztendlich ganz genauso. Ich klicke hier auf Blog hinzufügen und dann gibt es hier eine Menge an Möglichkeiten und wir suchen hier einfach nach Bild bzw. nach Galerie. Ich wähle hier Galerie aus und dann kann ich jetzt entweder die Mediathek auswählen, wenn ich die Bilder schon hochgeladen habe, oder hier auf Hochladen klicken, da ich sie neu hochladen möchte. Gut, ich habe jetzt hier 5, 6 Bilder vorbereitet und ganz wichtig an dieser Stelle, bitte immer deine Datei so benennen, was sich hinter der Datei verbirgt. Denn nur so kann sich Google etwas darunter vorstellen, mit in den Suchindex mit aufnehmen. Und ich habe das hier WordPress-Anleitung genannt. Du solltest hier deine Keywords entsprechend verwenden. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist es, dass du die Bilder vorher auf die Größe verkleinerst, in der du sie einbinden möchtest. Das ist der Tipp zur Ladezeit. Denn wenn du heute eine Spiegelreflexkamera hast oder ein tolles Handy, dann wird das Bild in einer so großen Größe aufgenommen, wie du es eigentlich gar nicht einbinden und nutzen kannst. Zudem sind die Ladezeiten aufgrund der hohen Dateigröße natürlich sehr hoch. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Datei noch etwas zu verkleinern. Du siehst das hier, es sind jetzt so zwischen 200 und 300 KB. Das ist immer noch nicht wirklich klein, aber das ist jetzt nur so zu Testzwecken. Standardmäßig, das sind Bilder von meinem Urlaub, das ist jetzt bloß ein Beispiel, hatten diese 4 Megabyte, also waren viel größer. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir klicken jetzt hier auf Öffnen und er lädt uns das Ganze hoch. Somit haben wir die Bildergalerie schon erstellt und es gibt hier jetzt noch die Möglichkeit, das umzuwandeln in ein Bild, möchten wir natürlich nicht, und hier noch die Galerie zu bearbeiten. Hier könnten wir die Reihenfolge ändern, wir könnten noch weitere Bilder hinzufügen und aktualisieren dann das Ganze. Hier auf der rechten Seite findest du ein paar Möglichkeiten, wie es mit den Spalten ist, wie viele Spalten du haben möchtest. Habe hier 3 Spalten gewählt, ob die Bilder zugeschnitten werden sollen, dass sie alle in der gleichen Größe sind und was denn passieren soll, wenn man darauf klickt. Ich wähle jetzt Mediadatei. Erweitert, das lassen wir jetzt und ich klicke einmal auf Aktualisieren und auf Vorschau. So, jetzt haben wir hier diese Bildergalerie und wenn ich darauf klicke, dann kommt das entsprechende Bild. Falls du den alten klassischen Editor verwendest, funktioniert das übrigens ganz, ganz ähnlich. Das zeige ich dir auch ganz kurz. Ich aktiviere den alten Editor jetzt nur kurz, damit du das siehst. Und klicke nochmal auf die Beiträge, das machen wir jetzt ganz schnell. Und wenn ich hier eine Galerie hinzufügen möchte, klicke ich auf Datei hinzufügen, hier links oben auf Galerie erstellen, wähle die Bilder aus, klicke auf Galerie einfügen und dann habe ich hier auch auf der rechten Seite wieder
die entsprechenden Möglichkeiten. Gut, so viel dazu. Das sieht jetzt etwas anders aus in diesem Beispiel. Hier sieht es dann so aus und ich kann weiterblättern, aber das liegt dann letztendlich daran, wie du das Ganze konfiguriert und eingestellt hast. Das war jetzt der erste Teil, wie du mit den Bordwerkzeugen eine Bildergalerie erstellen kannst. Wie du siehst, funktioniert das kinderleicht. Wenn du jetzt aber sagst, du möchtest etwas mehr Funktionalität, du möchtest das etwas hübscher und anders gestalten, dann kannst du dafür ein Plugin nutzen. Ich entferne das hier jetzt einfach mal, damit wir hier wieder in der Ausgangsstellung sind und wir wechseln zu Plugins und installieren. Und hier gibt es die tolle Erweiterung bzw. das tolle Plugin Next Gen Galerie. Ich klicke jetzt einfach mal Next, dann sollten wir es schon finden. Okay, Next Gen gebe ich ein. Genau, das ist das hier. WordPress Galerie Plugin Next Gen Galerie. 900.000 aktive Nutzer, 3.000 Top-Rezensionen, also wirklich ein gutes Plugin. Wir klicken auf Jetzt installieren. Du kennst diesen Prozess wahrscheinlich. Und anschließend dann noch auf Aktivieren. So, jetzt auf Aktivieren, genau. Und dann steht uns hier auf der linken Seite diese Galerie zur Verfügung. Du klickst einmal darauf, dann könntest du die Pro-Variante bestellen, das brauchen wir aber nicht. Und wir klicken jetzt als erstes auf die Galerie Einstellungen. Hier kannst du eine Menge an Einstellungen setzen, wie du das gestalterisch haben möchtest. Das kannst du dir dann selbst ansehen. Ich lasse hier die Standardeinstellungen. Dann können wir hier auf Galerie Bilder hinzufügen klicken. Und wir sagen hier, erstelle eine neue Galerie. Ich nenne diese jetzt Urlaubsbilder Australien. Dann von Australien war das Ganze. Klicke hier auf Add Files, also Bilder hinzufügen. Könnte diese jetzt wieder hier an dieser Stelle hochladen. Da sie schon hochgeladen sind, mache ich das jetzt nicht. Und ich kann hier wählen auf Ordner importieren. Oder auf Import vom Media Library. So kann ich das hier auswählen. Gebe hier jetzt nochmal ein Urlaubsbilder Australien, weil er sich das nicht gemerkt hat. Select Images und dann wähle ich hier diese Bilder für die Galerie aus. Klicke hier unten auf Auswählen. Und sage Import 5 Images. Ich klicke darauf, hier unten macht er das. Du glaube ich siehst es. Und jetzt sagt er erst fertig damit. Ich klicke auf Manage Gallery und dann haben wir hier das Ganze hochgeladen in dieser Galerie. Hier könntest du noch Einstellungen setzen, das Ganze noch editieren, drehen und was auch immer du machen möchtest. Und dann können wir das Ganze einbinden. Unter Galerie verwalten findest du eine Übersicht der Bilder. Hier Test, das war von mir zuvor ein Test, bevor ich dieses Video jetzt für dich aufgenommen habe. Und jetzt klicken wir direkt in die Beiträge, wieder in unseren Blogartikel. Und ich weiß jetzt nicht, was das hier war. Das war wahrscheinlich mein Test vorab. Und wenn wir jetzt beim alten Editor sind, hast du hier Add Gallery oder hier nochmal den Button und wir klicken einfach darauf und dann können wir hier wählen, was wir denn haben möchten. Galerie, ein Album, wie das aussehen soll und hier können wir die Galerie auswählen. Dann sehen wir hier, wie das Ganze aussehen soll, ob das Thumbnails sein sollen oder so eine Slideshow und ich klicke auf Einfügen. Jetzt wechsle ich noch einmal schnell zum anderen Editor, damit du das auch bei dem Gutenberg Editor siehst, bei dem Blog Editor. Dort funktioniert das ganz genauso. Wir klicken hier auf das Plus-Symbol, dann findest du auch hier einen Button Next Gen Galerie. Kannst hier die Galerie hinzufügen. Können wir wieder auswählen, was das sein soll. Select Galerie, machen wir Urlaubsbilder Australien.
Und jetzt machen wir hier an dieser Stelle mal diese Thumbnails. Ich klicke auf Aktualisieren und dann sehen wir uns das hier an. Du siehst es hier, ist diese Bildergalerie, das sollte dann durchwechseln, genau, es wechselt jetzt durch. Und hier haben wir die Thumbnails und wir können darauf klicken und dann haben wir hier so das Ganze durchzugehen. Das passt hier zwar nicht dran, aber das ist ein Bild von meiner Veranstaltung, die ich regelmäßig habe. Und das hier war in Australien Urlaub. Eine ganz schöne Sache. Wenn du jetzt eine bestehende Galerie bearbeiten möchtest, dann kannst du hier einfach auf den Punkt Bearbeiten klicken und hast hier dann alle Möglichkeiten. Jetzt könnten wir hier sagen, okay, wir wechseln das von den Thumbnails auf Basic Image Browser, klicken auf Insert und sehen uns das dann nochmal an. Dann ist es so, dass wir hier das in dieser Größe haben und dann können wir hier die Bilder so durchwechseln. Wie ich finde, eine sehr coole und sehr schöne Sache. Jetzt wechsle ich nochmal kurz zurück zur Präsentation. Du hast also gesehen, wie du eine Bildergalerie mit den Bordwerkzeugen erstellst, ganz egal, ob du den Gutenberg oder den klassischen Editor verwendest. Dann, wie du eine Bildergalerie mit einem Plugin erstellst, das heißt NextGen Fotogalerie. Und wir haben kurz über Bilder und Ladezeit gesprochen und genau darauf möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen. Punkt Nummer 1, es ist wichtig, dass du einen Dateinamen wählst, der zu dem Bild passt, also binde die Keywords ein, verwende bitte nur Kleinbuchstaben, Wörter trennst du mit Bindestrich, keine Umlaute, keine Sonderzeichen. Verwende immer beim Hochladen ein Title Tag und ein Alt Tag. Das zeige ich dir auch noch kurz. Wenn du hier in der Mediathek bist, dann kannst du für jedes Bild, das ist jetzt meine Hauptwebsite, jetzt bin ich hier falsch gesprungen, aber egal, kannst du hier einen Titel vergeben und einen alternativen Text. Und diese beiden Dinge solltest du machen. Und bezüglich der Ladezeit solltest du das Bild als erstes auf die Größe verkleinern, in der du es wirklich eingebunden haben möchtest und nicht mit 4000 Pixel Breite hochladen. Gut, jetzt weißt du, wie du eine WordPress-Bildergalerie erstellen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, hoffe, dir hat dieses Video geholfen und ja, viel Spaß beim Einbinden deiner Bildergalerie. Viele Grüße und bis bald, dein Oliver Pfeil.